Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir auf dem Kanal. Wie ihr seht, bin ich heute ohne Bart unterwegs. Nein, Spaß, ich heiße Susi und bin heute zu Gast bei Rick. Und wir haben heute mal wieder ein paar schöne Sachen für euch. Und zwar 1, 2, 3, ganze 4 Visiere von Holosun. Das ganz links haben wir euch schon im letzten Video vorgestellt. Wenn ihr das Video sehen wollt, klickt ihr oben hier einfach auf den Link. Das ist der Magnifier. Ja, und heute gehen wir ein bisschen mehr auf die offenen Visiere ein. Hier haben wir das 510C GR für grün, weil wir dieses Mal ein grünes Absehen besitzen. Im Gegensatz zu den geschlossenen Systemen wird hier unser Punkt von hinten projiziert auf unsere Linse. Auch bei diesem Visier haben wir die Möglichkeit, auf verschiedene Montagen zurückzugreifen, wie zum Beispiel Picatinny und Wiefer, aber auch zum Beispiel die Glaser-Montage. Die Rotpunktvisiere von Holosun benutzen wir mit beiden Augen offen. Wir verfügen hier über eine Solarzelle, das heißt auch hier sind wir für den Notfall ausgerüstet und müssen nicht immer auf die Batterie zurückgreifen und schonen diese. So, als nächstes haben wir hier das 507C. Das ist dann eigentlich hauptsächlich geeignet für Pistolen oder für Flinten. Ist jetzt ein recht kleines Rotpunktvisier. Auch dieses kleine Visier ist mit einer Solarzelle oben ausgestattet. Und natürlich könnt ihr auch hier horizontal und vertikal einstellen. Einfach mit einem Schraubenzieher oder dem dazugehörigen Montagematerial. Damit könnt ihr ganz einfach den Punkt justieren. Hier haben wir gerade die Aufnahme für die Picatinny-Schiene drauf. Die kann man aber abbauen und dann hat man darunter die Möglichkeit, das Ganze auf eine Montageplatte von Kurzwaffen zum Beispiel drauf zu bauen. Das ist jetzt ein sehr kleines Visier. Die Maße sind 30 x 40 x 46 mm und das Ganze wiegt nur 75 Gramm. Das ist also relativ leicht. Auch hier so ziemlich wie bei jedem batteriebetriebenen Visier haben wir 20.000 Arbeitsstunden bis 50.000 Arbeitsstunden. Die 50.000 Arbeitsstunden gelten jetzt für den Rotpunkt. Und für den Circle Dot hat man 20.000 Arbeitsstunden. Auch hier haben wir 12 verschiedene Helligkeitsstufen. Dieses Gerät ist aber immer im On-Modus. Das heißt, wir müssen manuell abschalten. Und auch hier wieder ganz wichtig, beide Augen aufmachen beim Durchgucken. Das ist kein Visier, wo man ein Auge zukneifen muss. Und genauso wie alle anderen ist auch dieses Visier wasserdicht. Zum Schluss haben wir noch das 503G ACSS. Das ist jetzt ein bisschen was anderes. Hier haben wir aber wieder ein geschlossenes System. Die Besonderheit bei dem Visier ist, dass wir nicht nur einen Punkt oder einen Kreis besitzen, sondern wir haben einen hufeisenförmigen Kreis, der nach unten hin offen ist, einen Pfeil und Punkte darunter. Dieses Absehen vermittelt uns mehrere Informationen. Dieses Visier macht ausschließlich Sinn mit einem Magnifier, wenn man auf weitere Entfernungen schießen möchte. Der Magnifier dient uns als Vergrößerungsmodul, was wir vor das Visier setzen. Wenn ihr jetzt weitere Infos haben wollt oder euch eins von diesen Visieren noch mehr interessiert, entweder schaut ihr bei der Holosun-Seite rein, der Link ist unten in der Beschreibung, oder ihr schreibt hier einfach in die Kommentare. Wenn es was gibt, was wir beantworten können, dann tun wir das natürlich. Ansonsten findet ihr uns auch auf Instagram. Gerade bei diesen zwei offenen Systemen kann ich sagen, die gefallen mir sehr gut, denn im Gegensatz zu IoTech zahle ich hier halt nicht den Namen, sondern habe hier deutlich preiswerteres Produkt. Dafür aber ein genauso gut funktionierendes. Ich als Jägerin präferiere meistens geschlossene Systeme, weil mir hier kein Dreck reinfallen kann, auch bei Schneefall oder Regen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, alle Holosun-Visiere sind sehr robust, sie sind wasserdicht, sie halten viel aus. Ich nutze jetzt meins schon seit 1,5 Jahren und bin damit voll und ganz zufrieden. Auch hier möchten wir uns nochmal bei Laserlux und Holosun bedanken, dass wir die Möglichkeit hatten, diese Vielfalt auszuprobieren und uns da mal durchzustöbern. Wir hoffen, euch hat das Video geholfen und euch weitergebracht. Wenn ihr mehr sehen wollt, schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Gunny out. Ciao.